Okay, jetzt habe ich von ihm Limonade genommen. Werde ich jetzt, wenn ich weggehe, auch in das verkackte Lager gebracht? Weil da sitzt ja sogar jemand, aber wer? Bewegt sich auch nie, der sitzt da einfach nur. Der ist direkt hinter dem Eingang. Das Schloss sieht stabil aus. Schießen sollte ich wahrscheinlich auch nicht. Das ist jetzt nicht die the way to go. Ich muss Diagnosen der Perimetergeschütztürme durchführen. Ted. Und Gladys sagt, es ist noch Licht in der Schlafbaracke. Und das Büro braucht auch mal wieder einen neuen Anstrich. Covenant am Laufen zu halten ist viel Arbeit, aber ich will mich nicht beschweren. Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Okay, jetzt kann ich noch das andere ausprobieren, dass ich ihn quasi ausliefere. Penny. Wach mal auf, mitten in der Nacht. Komm, red mal mit mir, Penny. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Du redest jetzt nicht mehr mit mir? Ach, Mann. Siedler reden eh nicht mit einem. Talia. Okay, ist überhaupt niemand mehr mit mir? Oh, what? Aha. Aha, aha, aha. Musst du meine Werkzeuge benutzen? Okay, das klappt auch nicht. Okay. Sie legt wieder pennen. Wir können jetzt aber wieder versteckt. Covenant Büroschlüssel. Würde ich ja mal den versuchen zu mopsen. 41% Erfolgschance. Es kann nur gut werden. Aha. Schon wieder kaputt. Das ist jetzt das dritte Funkgerät. Ted soll sich darum kümmern. Hallo? Brian Fitzgerald. Neuankömmling. Willkommen. Mr. Fitzgerald? Wir tolerieren keine Gewalt oder Anstößigkeit. Wenn du beides meidest, kommen wir gut miteinander aus. Okay, dich stört das gar nicht, dass ich hier bin. Anschellen. Bücherregal, Dogmeat. Ah. Das Jacobs Terminal. Aber du bist permanent hier. Da meint es jemand ernst. Stört ihn das, wenn ich da jetzt rangehe? Passwort erforderlich. Fischerbericht, Entwurf. Da hat er den Weg zum Lager 5 abgebrochen, weil sich ein Fischer, Name unbekannt, am Weiher von Mystic Pine hier gelassen hat. Mr. Huntley sagt, das neue Lieblingsfischerevier des Mannes liegt direkt über dem Lagereingang. Das stockende Rettungsteam wurde beinahe von ihm entdeckt. Ich empfehle. Okay, wir wissen jetzt, wo es ist. Fitzgerald B. Bedenken keinen. Und Frank nimmt unsere Mission genauso ernst wie ich, wenn er doch nur etwas wegen seiner Frau unternehmen könnte. Hat die Sins als unerwünscht bezeichnet, auseinandersetzt mit M. Bell. Häufig negative Bemerkungen über andere Mitarbeiter und andere Orte im Commonwealth. Besonders Diamond City. Ernste Maßregelung, weil sie einen Händler vor dem Institut und dessen Methoden gewarnt hat. Sieht sie Miss Fitzgerald nicht ordentlich effektiv in ihrer Rolle wäre, würde ich sie wieder zum Lager zurückschicken, aber sie ist mit Mr. Fitzgerald verheiratet, weshalb ihr permanenter Aufenthalt hier erforderlich ist. Wir können nicht anderes tun, als regelmäßig unsere Mission und deren Parameter Nachdruck zu verleihen. Immer habe ich das Gefühl, dass ihr das Geschäft mehr am Herzen liegt als unsere Ziele. Schmuggel in 3 Fällen. Allgemein asoziales Verhalten dazu geführt, dass Besucher sich unwohl fühlen. Huntley ist neu im Covenant und wenn man sich seine Vergangenheit ansieht, wird schnell klar, warum er so schreckhaft ist. Kann die Gemeinschaft ihm mit der Zeit sein Gefühl von Sicherheit geben. Wenn er unsere Besucher allerdings weiterhin so beunruhigt, muss er vielleicht verletzt werden. Das Gute ist, dass seine Zurückgezogenheit ihn wie dafür geschaffen hat, Nachrichten zum Lager zu bringen, wenn Händler in der Stadt sind. Bleibt seine Abwesenheit nahezu unbemerkt. Anspannung auf. McGovern. Sie ist sehr mitfühlend. Könnte es ein Problem werden, nachdem ihr Bedenken schüttelte, lenkte McGovern tatsächlich ein.
Es gehörte zu unserem Job, uns so natürlich wie möglich zu geben und wenn überhaupt, betreibt sie es. Ich hoffe wirklich, dass sie sich erholt, statt nur etwas vorzugeben. Das sind alles Sins. Aber selbst wenn sie nur etwas vorgibt, ist sie für uns absolut unverzichtbar. Aha. Es sind alles Sins. Kein besonderes Bedenken, was Dr. Montgomery angeht. Wenn ich sie mir jetzt ansehe, würde ich nie im Leben darauf kommen, dass sie alles durchgemacht hat. Das einzige Problem ist, dass sie zurückgezogen ist und sich nicht in die Gemeinschaft integriert. Aber ich glaube, sie wollte auf keinen Fall herversetzt werden, sondern lieber an der Hauptmission teilnehmen. Bevor sie hier war, hatten unsere Besucher sich hauptsächlich darüber beschwert, wie schlecht die Versorgung sei. Wir brauchten hier also dringend einen Arzt und zu ihrem Pech ist sie die Einzige mit dieser Qualifikation, die ihr eigenes Temperament besitzt. Swanson. Verschwiegen Arbeit direkt für das Lager und verwaltet den Test und ich habe keine Ahnung, wer er war oder wie er ihm helfen kann. Er hält sich strikt an das Gemeinschaft heraus, ob das an seiner Befehlen oder an seinem Wesen liegt, kann ich nicht sagen. Okay. Stört ihn wohl nicht. Okay. Hier kriegst du deine Limonade! Hey Dan, hast du was über die Karawane erfahren? Jupp. Ich hab vielleicht was gefunden. Willst du etwa feilschen? Wir arbeiten als gleichwertige Partner oder gar nicht. Gut. Die Überlebenden sind in einem Lager. Wir sind im Geschäft. Ich treffe dich da und wir retten ein paar Karawanenmitglieder. Sprich mit dem ehrlichen Dan. Was sind die anderen Varianten? Finde das Covenant-Lager. Okay, wo ist denn das jetzt? Kader. Oh. Nee, ich wollte nicht zum. Ich wollte die Markierung wegmachen. Nein. Markierung entfernen. Das ist einfach direkt gegenüber. Aha. Okay. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Alles klar, Sono, viel Erfolg. Ich wünsche dir auch viel Spaß. Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Hey, Dan. Wir treffen uns beim Lager. Du bist nicht so zum Lager gekommen, würde ich mal so sagen. Bin ich immer ehrlich. Was sind das für Eier? Eier. Meine Güte. Meierlurk-Schlüpflinge, ah ja. Ja klar. Was denn sonst? Das ist ja widerlich. Dogmeat rennt die ganze Zeit ins Wasser. Strahlung ist ihm halt egal. Daran stirbt Dogmeat ja nicht. Auf zum Lager! Wir sind auf dem Weg zum Lager. Auf zum Lager! Auf zum Lager! Lager, 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 Lager! Lager, 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 Lager! Okay, das muss irgendein Fischer aber hier geben. Oder Angler. Ah ja. Sind das die toten Angler? Das sieht ein bisschen danach aus, wa? Ab in den Abwasserkanal. Rein in die Olga. Ich hasse diesen Ort. Hey, Dan. Da oben ist jemand. Du gehst voran. Okay. Die Böse? Ihr seid erstmal Wachen des Lagers, okay. Außenstehende haben keinen Zutritt. Was machst du hier?
Ich komme aus Covenant. Ich sollte hier vorbeischauen. Wenn Jacob es erlaubt hätte, würde ich es wissen. Ist nichts Persönliches. Dann machen wir das halt so. Lagerschlüssel, Kronkorken, Schrotpatrone, was haben wir noch so? Sicherheitsdiensthelm, Schadenskurze, Doppelläufige. Covenant-Dienstrüstung, Eichhörnchen am Stiel, Lagerschlüssel, Improgewehr. Tja, ist dann dumm gelaufen. Schützt den Doktor, wait, what? Kurzes Jagdgewehr. Was geht hier ab? Warum werden wir hier angeschossen von einfach Leuten? Okay, wir sind als Gefahr identifiziert. Noch keine Spur von der Karawane. Sie müssen sie irgendwo festhalten. Wenn ich euch ein bisschen Impro-Pistole, Zollstock. Was zum Teufel machen die hier überhaupt? Das denke ich mir auch gerade. Was zum Teufel? Wo? Wo bin ich? Aber. Wie sind die Lebenszeichen des Objekts? Fluktuieren etwas, aber noch. Wer seid ihr? Was? Scheiße! Okay. Ich werde das nur einmal sagen. Sprich nur, wenn du zuvor angesprochen wurdest. Bitte fahr fort. Das Subjekt ist bereit für die Nullmessung. Subjekt, beantworte die Fragen schnell und mit What's dem your response? Steht hier. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Was sagst du? Ist das der Safe-Test? Beantworte die Frage. Dr. Patricia. Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit diesem Wissenschaftszeug nicht aus. Ich ignoriere ihn. Du ignorierst ihn? Faszinierend. Okay, es hängt sich irgendwie an dem Safe-Test auf, was wir hier haben. Anscheinend. Anscheinend haben sie alte Abwasserkanäle umgebaut. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Viele Möglichkeiten für einen Hinterhalt. Was war das? Was? Die Missionen müssen geschehen. Nein! Noch jemand? Wir können natürlich mal die andere Waffe benutzen, die wir haben. Hier, diese rechtmäßige Herrschaftswaffe. Wow! Und wo das denn? Brauchen wir was zu futtern? Was Kleineres zu futtern. Fängt da halt eine Kuchen zum Beispiel. Okay, wir ballern uns wohl einfach durch, I guess. Süßkuchen. Komm ich wahrscheinlich auch nicht rein, oder? Doch, komm ich. Ich hab den Lagerschlüssel. Okay, wir hätten ihr anscheinend auch überzeugen können. Der Eindringling muss vernichtet werden. Ihnen zu helfen. I guess. Habe ich so das Gefühl. Das ist nochmal Subjekt 12 Test. Willst du noch eine Behandlung?
nein! Also nochmal. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Hab ich doch schon gesagt. Catcher! Catcher? Welche Position? Okay. Catcher! Ich wäre der Catcher! Warum? Na, warum war denn die Frage? Ich weiß nicht. Sie haben diese lustigen Helme. Ich habe als Kind ein Bild gesehen. Weil sie das lustige Helme haben. Überhaupt die Regeln von Baseball? Nein, bitte. Ich bin kein. Lass mich einfach. Hat sich jemand die Fragen und nur die Fragen. Da rein versteift, dass es ein Zins ist. Welche Position möchtest du? Catcher. Okay. Backbowhelm. Okay. Das ist die versperrte Tür, die wir, glaube ich, gerade hatten. Ne, immer nicht. Komm mal eh nicht weiter von der Richtung unterwegs. Okay, Plastikteller. Was ihr alles so dabei habt. Spannend. Hotzong! Wenn man es krittet, verbrennen sie richtig. Ugh. Eklig. Ah. Okay, kann ich die Tücke schließen? Gut. Was sind du hier? Oh. Ist ja noch einer. Sicherheitsdienst, Flanellhemd und Jeans. Kalibriertes Jagdgewehr. Nee, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Impro-Scharfschützengewehr. Das hat aber auch nur 13. Das ist halt auch nicht geil. Red Away nehmen wir noch mit. Kampfgewehr. Das auf der anderen Seite ist, glaube ich, eins von den Varianten, die wir haben wollten. Was? Hallo! Song Credit! Die Waffe macht ordentlich Damage. Können wir mal festhalten, den wir, glaube ich, ein bisschen eher benutzen sollen. Die macht ja richtig fett Damage. Schrotpatrone. Die Kette wegmachen, das ist, glaube ich, dann genau die Abkürzung dahin zu der Zug. Ketteten Sache. Hallo? Hallo. Und da bist du. Mein Lebenswerk ist fast zerstört. Nur weil du unbedingt Stocktons angebliche Tochter finden willst. Du weißt aber, dass sie höchstwahrscheinlich ein Sünd ist. Was? Nein. Wenn du mehr als nur ein Söldner bist, können wir die Lage vielleicht noch retten. Stocktons Tochter ist ein Sünd? Was glaubst du, warum wir die Karawane angegriffen haben? Nach dem Test konnten wir die ursprüngliche Diagnose zu 70% absichern. Der Test ist Bullshit. Um sicher zu sein, muss ich eine Autopsie durchführen. Nichts, was du sagst, kann das entschuldigen, was ich hier gesehen habe. Mit unserer Arbeit wollen wir verhindern, dass noch mehr Unschuldige... Ihr erwischt einen Haufen Unschuldige. ...und seiner Sündbedrohung zu leiden haben. Ihr seid so Covenant dumm. Covenant ist vieles. Eine Zuflucht für die Gebrochenen, die das Institut hinterlassen. Bullshit. Hat. Ein Ort der Sicherheit... Und Bullshit. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Chance haben, das Zeitalter der so Paranoia zu beenden. Wie wäre es damit? Wenn du mich Stocktons Sünd beseitigen und unsere Arbeit fortführen lässt, zahle ich dir deine versprochene Belohnung. Ich glaube, ich bin dagegen. Genug. Läuft nicht. Wie gut, dass ich nicht mit dir gesprochen habe. Wenn du der Spinnerin hilfst, haben wir ein ernstes, tödliches Problem. Töte sie nicht, verschone sie. Töte sie nicht,
Verschonen Sie. Unmöglich. Höchstwahrscheinlich ist sie eine Infiltratorin des Instituts. Selbst wenn sie ein unglückseliges Opfer ist, kann alles in Gefahr geraten, wenn wir sie verschonen. Die Abmachung nehme ich nicht an. Die Abmachung nehme ich nicht an. Dann musst du mich wohl töten. Rette Amelia Stockton. Oh, erstmal kann ich hier noch Sachen. Abgedunkelte Metallrüstung snacken. Kalibrierte 38er. Waffen, die ich sehr uninteressant finde. Hey. Bitte tu mir nicht weh. Was ist denn geschehen? Die Männer, sie haben mich mitgenommen. Immer Alter, sieht Nadeln, übel aus. Und die Schmerzen. Immer wieder diese dummen Fragen. Ich bin Amelia Stockton. Ich bin kein Sünd. Wie kann ich mir da sicher sein? Bitte, du musst mir glauben. Ich bin ein Mensch, genau wie du. Mein Vater, der alte Stockton, er wird dir eine Belohnung geben. Lass mich raus. Bitte. Okay. Öffne die Tür. Die bekomme ich so nicht. Könnte auf. Sie knacken oder ich muss hier unten versuchen, es aufzumachen. Gespeicherte Nachrichten. Rückholungsteam ist bereit. Bis die ganze Sache mit dem ehrlichen Dan erledigt ist, halte ich zurück. Die Stockton-Rückholung hat zu viel Aufsehen erregt. Mr. Fitzgerald ist extrem wütend, dass du Subjekt 14 so nah an Covenant herausgeholt hast. Sowas darf nicht noch einmal vorkommen. Unser Team ist versorgt und bereit, Sins zu schnappen. Wir haben das Subjekt Boyd noch im Blick. Wir brauchen nur den Befehl. Schwere Bedenken. Glaubst du, diese Einwände würden nicht alle schon einmal vorgebracht? Von Rosalind Chambers an Emmanuel Rogers. Aber bitte, was du deine gangbare Alternative siehst, bedenke dabei allerdings folgendes Fakt. Wir brauchen eine breite Datengrundlage. Je breiter, desto besser. Fakt, der erste Test ist am effektivsten, wenn die Subjekte nahe ihrer psychologischen Basislinie sind. Fakt, wenn das Institut auch nur einen Hinweis auf unsere Existenz erhält, wird unsere Mission zu Ende sein, bevor sie richtig begonnen hat. Covenant wurde von Grund auf so gestaltet, dass es Besucher anzieht und das funktioniert. Unsere Datengrundlage wächst exponentiell und die Subjekte nehmen freiwillig und nichts an dem Test teil. Wir überstecken den Test praktisch, indem wir ihn offen zeigen. Covenant ist ein Fehler. Ich kann Dr. Ryan nicht widersprechen, dass es einen therapeutischen Wert für die Gemeinschaft hat. Aber unsere Mission muss an erster Stelle stehen. Die Zahl der Risiken, denen wir uns aussetzen, ist geradezu erschreckend. Meine Bedenken hätten nicht einfach so beiseite gewischt werden dürfen. Es muss doch einen anderen, vernünftigeren Weg geben. Rogers Wutrede. Ich brauche keinen Abschluss in Sozioökonomie, um zu erkennen, dass Covenants Handelspolitik nicht nachhaltig ist. Sobald wir uns die Zuschüsse nicht mehr leisten können, wird Mrs. Fitzgerald die Preise anheben, um autark zu werden. Der Handel wird etwas zurückgehen, aber es kommen inzwischen nicht mehr Händler nach Covenant. Stimmt mich nach, denn Covenant arbeitet seit Beginn an mit Verlusten. Die Ausgaben sind gewaltig. Die Fusionsbatterien allein kosten schon ein kleines Vermögen. Die Waren, die wir durch die gefangenen Subjekte erhalten können das in keiner Weise auffangen. Wenn wir ein Unternehmen wären, stünden wir meiner Meinung nach kurz vor einer Zahlungsunfähigkeit. Ich dachte, ich komme hier nie wieder raus. Hey, Dan. Stockton kriegt deine Tochter und wir werden bezahlt. Gar nicht schlecht. Was, wenn sie ein Sünd ist? Nach all dem wissen sie immer noch nicht, ob sie ein Sünd ist. Ich finde, sie ist menschlich genug. Hier ist dein Anteil an der Belohnung. Ja, das ist ein bisschen moralische Frage, ne? Es ist wichtig, ob sie wirklich ein Mensch ist. War mir ein Vergnügen. Ich habe mehr als die Hälfte der Arbeit übernommen. Da sollte der Anteil höher sein. Stimmt irgendwie. Wäre 60-40 für dich in Ordnung? 60-40? Wie bitte? Eher 90-10. 90-10? Machst du Witze? Ich habe mein Leben riskiert, genau wie du. 70-30, letztes Angebot. Okay. Hältst du mich etwa hin? Man nennt mich nicht ohne Grund den ehrlichen Dan. Das ist genau die Hälfte von Stocktons Bezahlung. Kein Kronkorken mehr oder weniger.
Bis dann, Dan. Ja, bis dann. Abgeschlossen Irren ist menschlich. So, jetzt haben wir sie aber am Leben gelassen, ne? Können hier Drogen verarbeiten. Zu härteren Drogen. Basically. Granaten, Heilung, leuchtendes Blutpaket, Strahlungsresistenz für 10 Minuten. Aha. Roboter-Reparatursatz. Stimpak. Die sollte man herstellen. Injektor-Munition. Gefarol-Packs, Spritze, Red Skorpion, Gift-Spritze. Aha. Beruhigt das Tier. Senkt die Schadensresistenz. Minen. Verwertbares. Okay, Irren ist menschlich abgeschlossen. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber sie ist auch nicht feindlich. Die Frage ist halt, ob wir sie wirklich kaputt machen wollen. Ultraleicht Pohiertaschen. Moment, das ist eine Rüstungswerkbank, ja. Stimpaks. Knochenfräser. Werd nicht um mein Leben betteln. Okay. Oh Gott, sie rennt weg. Sie rennt komplett weg. Nö, macht sie nicht. Okay. Sie wollte das so, ja. Wir haben ja gesagt, so einfach aufhören wollte sie nicht. Dann ist das wohl so. So, damit haben wir das ja ausgelöscht. Und verhindert, dass sie irgendwie weitermachen kann. Aber eine Waffendingsbums gibt's nicht, ne? Rüstungsdingsbums gibt's. Was ist denn bei den anderen? Wir können auch die anderen aufmachen. Maulwurfsrattenfleisch, alles klar. Tesla-Bogen. Entschärft. Okay. Komm mal raus, aber ich glaube, hier gab es noch Stellen, die ich ja nicht erkundet hatte, oder? Oder auch nicht. Doch schon alles gesehen. Karotten. Nee, hier hinten war ich nicht. Hallo. Was ist denn das für ein Shit hier? Büroterminal. Letzte Frage. Ich weiß, es klingt verrückt, aber wir müssen die letzte Frage stellen. Tut mir ohne die Einschränkung durch Multiple Choice werden die Antworten vielfältiger und daher die psychologische Reaktion anders. Vielleicht ist das ja ein wesentlicher Bestandteil. Wir verzeichnen marginale Verbesserung der Präzision des Tests. Offen gesagt liegt die Verbesserung innerhalb des Fehlerspielraums. Vielleicht sollten wir drastische Schritte in Erwägung ziehen. Falls es dir was bringt, ich bin deiner Meinung. Frage 4 war schon immer Montgomery's Baby. Ich glaube, Frage 4 ist ein roter Hering. Wir haben kein Monopol auf das Finden von Synths. Im Commonwealth enttarnen Menschen ständig Infiltratoren aufgrund ihrer Fehler in Verhalten und Erinnerung. Unbestreitbar, dass die Baseball-Frage abnorme Ergebnisse erzielt. Aber ich glaube, dass es dabei im Kern nicht um einen psychologischen Auslöser geht, sondern vielmehr um einen Erinnerungsfehler. Wenn wir also all unsere Hoffnung auf Frage 4 setzen, dann dauert es nur eine... lautet nur ein Wetware-Update, bis wir wieder komplett von vorne anfangen dürfen. Ich weiß, dass ihr meine Ansicht nicht teilt, dass Frage 3 der Schlüssel ist, aber wenn wir die Testpersonen umfassender beobachten würden, EKG-Bobellen-Reaktion, würden die Datenbände sprechen. Zins sind nicht zu wahren Gefühlen imstande, also bitte Frage 3.
Jim muss mal vereinten, dass es ein Fehler ist, Montgomery zu verlieren. Wer ist dick? Es ist egal, ob Covenant medizinische Versorgung fehlt. Unsere Nadelöhr sind nicht die Testsubjekte, die durch Covenant kommen, sondern unsere Aufnahmerate an Testnegativen. Unsere Forschungsbandbreite. Wir brauchen Montgomery hier. Nicht da draußen als Onkel Doktor für Sammler. Könntest du bitte mit Chambers darüber reden? Okay, hier kommt also die eigentliche Ärztin her. Prop. Das erklärt vielleicht einiges. Hier ist sie also eigentlich tätig. Hier sind die ganzen Testfragen. Lower level of the world. He's hungry and frightened, but also appears to be possessing stone property. What do you do? What do you do? Du. Hier war ich. Ja, hier war ich. Da habe ich mich genau da durchgeschossen, wo sie es wollten, wo ich mich durchschieße. Wenn man sich durchschießt. Gibt es noch irgendwelche Alternativrouten? Nee, ich glaube, es gibt keine einzige Alternativroute in dem Komplex. Ja, ich wollte ja mit euch reden, aber es hieß ja gleich direkt, ne, hier nicht willkommen und so. Ich wollte das ja eigentlich nett klären, aber nett klären war irgendwie nicht drin. Nett klären war irgendwie nicht drin. Spannend. Wenn ich im Wasser spawne, gibt's keine Radiation. Wenn ich jetzt wieder reingehe, aber schon, oder? Ja, genau. Lul. Wer bist denn du? Vertreib mir die Fische nicht, Arschloch. Hey. Such dir eine eigene Angelstelle. Verschwinde. Okay. Was ist, wenn ich jetzt mit nach Covenant zurückgehe? Also jetzt einfach nur, das kann man ein bisschen beschleunigen. Sind die jetzt sauer auf mich? Oder ist dir das egal, dass ihre Forschungsstation jetzt ausgeräuchert wurde? Oh, naja, findet er nicht so witzig. Hey. Chinesisches Offiziersschwert. Kurzes Improgewehr. Okay, das finden sie alle nicht so witzig. Alles klar. Okay, ich habe ja schon verstanden, ihr mögt mich gar nicht mehr. Ach, Talia, wir hatten doch so einen guten Deal. Wir hatten doch so... Oh Gott. Die wissen das auch alle sofort, ne? Dass wir einfach mit denen geballert haben. Warum seid ihr denn alle so sauer? Meine Fresse. Was seid ihr für eine Sekte? Noch jemand? Oh Mann. Schade. Ich dachte, wir hätten was da. Ja, ich dachte, wir hätten was. Aber anscheinend nicht.
Ausdauergewicht. Die Handarbeiter können mal einfach Ausdauer und Gewicht. Präzisionsschützen, gehärtete sonst was. Okay. Schlüssel, Automatikpistolen brauchen wir nicht. 38er können wir einfach zum Verkaufen mitnehmen. Lagerkarte. Oh, Ted hat eine Lagerkarte. Aha, sollte man jetzt auch rausfinden können, die man ihm klaut. Aber die Geschütze sind irgendwie nicht feindlich geworden. Das ist ja auch spannend. Oh, hier, das macht Glück 1. Der zerknitterte Filzhut. Aber Glück haben wir ja schon mit der Mütze. Tja, sind wir jetzt hier mit dem Ding? Jetzt sind wir mit dem Ding verbündet. Wait, warum hat der Schutz 0? Wenn hier schwere MG-Schütze stehen. Das versteht mal einer. Nicht zugewiesen. Kann Dietzer zuweisen, dass er Essen herstellt? Huch. Ich wollte dich zuweisen, Dietzer. Kann ich dich nicht zuweisen? Nee, anscheinend nicht. Okay, dass man das jetzt zwar bearbeiten kann, aber das nicht ganz richtig funktioniert, ist irgendwie doof. Dass das nicht ganz richtig funktioniert. Hey, dieser. Möchtest du eine kostenlose Limonade? Ich passe. Du weißt gar nicht, was dir entgeht. Okay, jetzt haben wir alle... Es steht immer noch stehlen, aber das ist ja eigentlich unser Shit hier. Öl? Warum steht hier immer noch stehlen? Oder andersrum, hier ist ja niemand mehr. Covenant ist damit platt. Würde ich mal sagen. Haben wir wohl ausradiert. Blöd gelaufen für euch. Wo wollten wir denn eigentlich hin? Achso, da. Wir wollten eine andere Karawane finden nach Süden. Das war der eigentliche Plan. Lol, da oben ist ein Haus. Das wäre mir ein bisschen gefährlich. Muss ich mal so ehrlich sagen. Muss irgendwie über den Fluss kommen. Nicht da zu der Karawane will, zu dem Ort. Oh. Schade, das war nicht das Haus übrigens. Das Lager. Ich muss mal mein Mikrofonarm wieder ölen. Der knarrt wieder wie sonst sowas. Komme ich da rüber? Ich glaube, ich komme hier rüber. Du. Hallo. Wir sind Motorrad. Au. Tucker Memorial Brücke. Erstmal alles in die Luft geflogen hier. Erstmal alles in die Luft geflogen. Red minus 50 TP. Glaube, Raum aktuell nicht. Maulwurfsratten happen. Nom nom nom. Wer vermint denn Brücken? Welcher Psychopath? Oh Mann.
Also das war die Karawane mit hier Dingens gemeldet hat. Du siehst mir gefährlich aus. What? Ich bin Insta-Hit. Ich hab nicht gespeichert. Nein! Bis wohin müssen wir denn jetzt zurück? Okay, nicht so weit. Gut. Irgendwie ist alles gerade ein bisschen größer, oder? Ich war einfach ein Insta-Hit. Ach du Scheiße. Jetzt sind wir zumindest vor der Brücke wieder. Können wir versuchen, die Brücke zu entschärfen. Oder halt einfach eine Granate reinzuwerfen und so alles in die Luft zu jagen. Slappt mich das einfach. Gib mir einen Hit tot. Ich habe wohl nicht die beste Ausrüstung an, die ich haben sollte. So, aber jetzt mal ernsthaft. Da sind die Minen. Und die erste ist da. Ah. Okay. Und die Dinger explodieren dann auch alle. Okay. Frage ist, wo ist denn die nächste Mine? Das ist einfach eine Kettenreaktion. Da ist noch eine. Ich glaube, früher braucht man auch mal einen Skill dafür, um die zu entschärfen. Da ist noch einer. Und da ist ein Stolperdraht. Auf jeden Fall. Da ist auch nur ein Stolperdraht, oder? Ja. Halte die Roboter aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit der Waffe viel Schaden mache. Jetzt kommt hier noch Shit von hinten.
Alter Vater, ich brauch was zum Heilen. Ich brauch was zum Heilen. Dieses Limonade zum Beispiel. Und anscheinend auch ein Stimpack. Rede mit dem Roboter? Schalt die Roboter aus, rede mit dem Roboter? Hä? Ist das ein Porter? Blechdose, Dose, Fusionskern, Knochenfräse, Kochplatte. Da ist ja aller mögliche Scheiß drin. Telefon. The fuck? Und reparierst Roboter begleitet, die im Kampf außer Gefecht gesetzt werden. Aha. Ich glaube, Shades hat's nicht überlebt. Energie widerstehen, Kronkugeln, Laserpistole, Schaltkreise, Sicherungen, Vakuumrohre, verbranntes Technikhandbuch. Kann die aber nicht lesen. Meine Freunde haben diesen Angriff nicht überlebt. Danke für ihre Hilfe. Ich war mir sicher, hier ebenfalls mein Ende zu finden. Na, findet man. Geräuschannäherungsalarm. Ziel entdeckt. Meine Freunde haben diesen Angriff nicht überlebt. Danke für ihre Hilfe. Ich war mir sicher, hier ebenfalls mein Ende zu finden. Okay. Alles okay bei dir? Der physische Schaden ist gering, aber ich verzeichne Traurigkeit und Wut. Wait. What? Das mag sich von einem Roboter seltsam anhören. What? Aber sie waren meine Familie. Danke nochmal für ihre Mühen. Ich weiß, dass sie es ihnen ebenfalls gedankt hätten. Was für eine Art Roboter bist du? Ich bin schwer modifiziert, aber in meinem Kern bin ich ein Aggressotron. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen. Wer ist Jackson? Jackson war der Anführer dieser Karawane. Er war technisch enorm begabt. Okay, das ist aber blöd, dass er tot ist. Schöpfer, er hat mir alle meine Verbesserungen eingebaut. Leider haben sie nicht gereicht, um sie vor den Robotern zu beschützen. Es muss doch einen Grund geben, warum sie euch angreifen. Ich bin mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil dieses Grundes. Außer mir hat Jackson noch Turing, Hertz und Porter erschaffen. Unsere eingebauten Modelle. Das waren die anderen Sachen. Wertvoll. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Wo wollt ihr denn hin? Passiert, wenn man die Vergangenheit nicht ändert. Und warum seid ihr geblieben? Unsere Karawane war auf Reparaturen und Handel spezialisiert. Im Commonwealth gibt es Unmengen alter okay, ja, klar. Die wir brauchen können. Das war ein Gier. Jemand gierig. Unser Gier hat sich nicht ausgezahlt. Nun, passiert ist passiert. Man kann die Vergangenheit nicht ändern. Sie haben recht. Ich muss nach vorne schauen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern helfen. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen. Den Mechanist. Okay. Hört sich nach einem gefährlichen Unterfangen an. Für mich alleine ist es das sicherlich. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Du bist auf Rache aus, nicht wahr? Ich gebe zu. Ich verfolge zwei Ziele. Den Mechanist aufzuhalten, beschützt zum einen das Commonwealth und recht zum anderen meine gefallenen Freunde. Ich werde erst ruhen, wenn diese Gefahr beseitigt ist. Das schulde ich Ihnen. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics Fabrik gesehen. Waren wir da nicht schon mal? Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Jetzt gerade nicht. Kann ich mich bis zu ihrer Rückkehr vielleicht irgendwo nützlich machen? Landhaus, Tenpins Bluff, Sanctuary Hills, Red Rocket, Abernathy Farm, Covenant. Ja, komm, Covenant. Ja,
Ich kenne diese Siedlung. Hoffentlich kann ich dort helfen. Sind nur alle tot, aber ansonsten... Abgeschlossen, mechanische Bedrohung. Aha. Ist der Handy-Treibstoff? Eine neue Bedrohung. General Atomics Fabrik um. Autoreparatursatz. Fusionszellen, Inspektoren-Outfit. Ausdauer und Wahrnehmung. Brandes Wirtschaftsmagazin. Hebebandskapell, Militärstandard. Oh, du hast also den Notruf abgesetzt. Jacksons Holoband. Muss ich mir jetzt noch anhören, ne? Jacksons Holoband. Jacksons Holoband. Uns sind heute ein paar feindliche Roboter begegnet. Sie waren wild zusammengewürfelt, wie die, die wir an dieser Werkbank gebaut haben. Das Seltsame ist, dass einer von ihnen etwas von einem Mechanist gefaselt hat. Und dass sie hier sind, um das Commonwealth zu beschützen. Beschützen. Von wegen. Wir konnten entkommen, aber diese Dinger waren gefährlich. Shades und ich sind zurückgegangen und fanden einen Arm, den wir abgeschossen hatten. Wer auch immer diese Dinger baut, ist ein Könner. Vielleicht sogar besser als ich. Ich muss Ada und Hertz verbessern, damit sie mich noch beschützen können. Zoes Tagebuch. Was sagt Zoes Tagebuch zu dem ganzen Kram? Oh! Wenn der Name nicht Zoe ist und du das hier liest, dann bist du tot. Ich habe beschlossen, auf dem kleinen Holoband ein Tagebuch zu führen. Ich fand die Idee ganz cool. Es sind verschiedene Terminals zu aktualisieren, so was wie meine eigene kleine Sammlung. Nur weiß ich teilweise gar nicht, wo wir sind. Mit Orientierung habe ich es nicht so. Vielleicht den Bots. Heute haben wir an einem kleinen Schrottplatz angehalten. Beeindruckenderweise ist er nicht so eklig und von wilden Gulen überlaufen wie der letzte. Dieser hat mir geholfen, dieses Terminal zu reparieren, damit ich loslegen konnte. Naja, ich glaube, Ada und ich konnten eine recht gute Verteidigung aufbauen. Wir haben erstmal genug Vorräte, also werde ich hier alles holen lassen. Ich muss wirklich ein paar gute Sachen zum Tauschen finden, wenn ich mir in nächster Zeit mal neue Handschuhe zulegen will. Er beschützt den Protektoren. Ganz netten Protektoren-Teilen gefunden. Daher will ich Jackson uns jetzt unbedingt einen kleinen Bodyguard-Roboter bauen. Er arbeitet mit Shade schon den ganzen Tag daran. Ich glaube, ich nenne ihn Hertz. Bin gespannt. Protektoren sind mein Ding. Beschützen und dienen. Oh, natürlich autorisiert, rund um die Uhr tödliche Gewalt anzuwenden. Inzwischen haben Ada und ich die üblichen Verteidigungsmaßnahmen, aber danach hat sie mir geholfen, nach Sicherung und sonstigen Kram zu suchen. Nicht, dass ich faul wäre, aber Roboter sind dann am besten, wenn man nichts Schweres heben oder tragen muss. Kaufrausch. Du wirst nicht glauben, aber wir haben in einem Kaufhaus Halt gemacht. Das ist wie ein wahrgewordener Traum. Ich habe schon neue Handschuhe und Stiefel gefunden, ganz zu schweigen von einer Sonnenbrille, für die mir Shades richtig was schulden wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er meine gesamten Nachtwachen für mindestens eine Woche übernehmen kann, damit ich da rankomme. Thüringen hat den restlichen Weg zum Commonwealth kartiert. Wir haben außerdem gehört, dass er einen Ort namens Diamond City gibt. Nicht, dass du das denkst. Offenbar ist es so eine Art altes Stadion. Könnte lustig werden, wäre auf jeden Fall schön, bald mal wieder eine große Siedlung zu besuchen. Okay. Tja. Was soll ich dazu sagen, wa? Ist wohl doof gelaufen. Insgesamt. Das ist Maulwurf-Rattenfleisch. Wait, da ist noch Kronkorken, Kaliber und Brahminfleisch. Ihr habt hier so eine Art Lager aufgebaut. Aber warum? Ich dachte, ihr wart auf einer Durchreise. Das verstehe ich nicht ganz. Oh. Sie wandert jetzt dahin. Alles klar. Du warst Porter. Schwarmbot. Wirts haben wir nicht gefunden, oder? Turing. Selber mich Müllbot. Hertz, doch, haben wir. Okay. Das ist ja ein bisschen traurig. Insgesamt. Ja, sprich mit Dr. Amari. Nach Good Neighbor wollen wir jetzt.
wir wahrscheinlich noch auf dem Weg einiges finden, denke ich mal. Ich könnte sein, dass wir noch ein bisschen abgelenkt werden, bis wir da ankommen. Ich frage mich, wer das so auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, das Spiel, weil ich fühle mich jetzt schon relativ gefordert, um es mal nett auszudrücken. Aua! Ich glaube, ich bin gleich wieder dead. Crit? Crit? Er crittet nicht! Er lässt sich schlagen! Vollidiot! So, jetzt ist die mittlere Rüstung down. Alter Falter. Wachbord rechter Arm. Oh, das ist aber einiges wert. Der ist aber einiges wert. Aggressives Piepen. Wir sind ja beide fast tot. Das war ein 95er Hit. Lol. Bist aber auch nur fast tot, ne? Jetzt, alter Vater. Diese Robos sind ja übel fett. Die hauen dann ja komplett aus den Latschen. Mechanist Holoband. Laser Standardkondensator. Was ist denn Mechanist Holoband? Ist das, was gerade abgespielt wurde die ganze Zeit? Mechanist Holoband. Achtung, Bewohner des Commonwealth. Ich, der Mechanist, bringe euch ein Zeitalter. Hey. Gemeinsam werden wir diese Gerechtigkeit eurer Verbündeten und ein neues Zeitalter einläuten. Hier ballert die Gleisbolzen. Roboter-Reparaturwerk. Okay. 45er Patron, Aggressor, linker Arm. Okay, er will irgendwie das Commonwealth befreien von Dingen. Der Mechanist. Was ist denn hier alles drin? Yo, what the fuck? Schreibmaschine, klar. Warum auch nicht? Schreibmaschinen sind doch immer in so kleinen Kistchen drin. Aber das war einfach nur Geböller hier, oder? Frage ist, worauf habt ihr geböllert? Auf den Ghoul hier? Anscheinend auf den Ghoul. Das war der ganze Grund. Für die Böllerei. Ich muss bei den Waffen, glaube ich, tatsächlich auf die rechtmäßige Herrschaft mehr setzen.
bei den anderen habe ich, glaube ich, zu wenig Munition. Wegen werde ich das darauf setzen müssen. Wo komme ich denn hier eigentlich hin? Was? Das ist wieder Raider. Ah, ich kann kotzen. Legendärer Raider. Critten wir ihn doch mal. Zack. Umgekrittet. Kritischen Schlag. Instant gemacht. Das war die Idee. Repetier, Kronkugeln, Lederrüstung, leichte Kleidung, Metallrüstung, Schweißerbrille, Bleiverkleidet, verschweißte Raiderrüstung. Mutantentöter, des Mutantentöters Boxhandschuh, wo 5% mehr Schaden gegen Supermutanten. Mit einem Boxhandschuh. Mit einem fucking Boxhandschuh. Na klar. Damit gehe ich auch mal auf Supermutanten los. Könnte ich nach Monsignore Plaza rein. Bleiverkleidung, verstärkte Raiderrüstung. Die Bleiverkleidung ist, glaube ich, gar nicht so kacke in bestimmten Situationen. Aber halt in bestimmten Situationen. Pulsminikum, Redaway. Gehen wir jetzt hier rein? Ich gehe mal reingucken. Monsignore Plaza. Wunderschönen guten Tag, Monsignore. Monsignore de Plaza. Was finden wir denn hier? Und jetzt? Hier kommt eine. Was kann man sagen? Wer? Ich hab was gehört. Oh! Oh, hallo! Lass mich los! Scheiße, dafür wirst du bezahlt! Komm schon! Huch! Komm schon! Kannst du ein bisschen chillen, mein kleiner Freund? Oh. Du hättest schießen sollen, mein Freund. Klinge verstärkte Kreuzschlüssel, alles klar. Ich glaube, den Rest brauche ich von dir nicht. Taschenemaillierte Metallrüstung. Na, da ist mein Wuffi hin. Credit! Katzong! Schienenpistole. Spüllappen, Stimpack. Könnt ihr mal aufhören, auf meinen Hund einzuschlagen? Ich glaube, es hackt. Ganz so ohne Unterstützung. Was will ich eigentlich mit einem Jengis, der Mondaffe? Habe ich davon irgendwas, wenn ich den aufsammle? Oh, hier gibt es was zum Kochen. Können wir wieder eine Kochpause machen. Geil. So, wir haben hier eine mächtige Rohrzange. 25% mehr Schaden. Mächtig gewaltig, Egon. Mächtig gewaltig. Okay.
Dann koche ich doch mal. Ein paar Köterkeulen. Maulwurfshappen. Ribeye-Steak und Brahminfleisch. Ist wieder einiges zu futtern. Für später. Und ein Level-Up haben wir auch noch, das habe ich nicht vergessen. Ein Level-Up haben wir auch noch. Und da ist altes Essen drin. Moment, aber ich kann hier drücken, oder? Ha, warum ich da hinfahren kann. Level-Up, Level-Up. So, wir wollen Charisma auf maximal packen. Das ist jetzt die nächsten Sachen, damit wir die Leute wirklich gut überzeugen können. Ist sonst noch irgendwas in dem Gebiet? Oder ist es nur das... Oh. Der geht's wohl nicht so gut. Geht's generell ein paar Leuten nicht so gut. Was macht der mit den Leuten? The fuck? Ist das eure Kasse? Modische Brille. Sonnenbrille. Modische Brille könnte Charisma machen in meiner Welt. Verbranntes Buch. Da ist wieder Vorkriegsgeld, verbrannte Bücher, noch mehr Vorkriegsgeld. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mal Vorkriegsgeld haben will. Wir sind hier in dem Einkaufszentrum, ne? Eigentlich. Hätten wir die Polizei auf die Raider jagen können, anscheinend. Oh, hier gibt's noch einen Raider. Ich dachte, hier wäre alles platt jetzt. Teekessel. Oh Mann, haben mich jetzt nicht wieder wilde. Da ist nichts mehr. Warum sind hier Köpfe drin, Alter? What the fuck? Was denn? Ha! Hat zum Glück nicht getroffen. Die Falle. Hat zum Glück einfach nicht getroffen. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Ich kann dir sagen, du hast leider keine... Oder für dich leider... Ne? Leider keine Gehirnerschütterung, was dein... Also deine Zukunft angeht. Ne? Hättest du dir mal lieber besser vertraut. Kaugummi. Cram. Schmutziges Wasser. Und für Suppen. So, hier geht's noch weiter hoch. Griswolds Terminal, Waffenwerkbank. Registerkassen, Rakete, und klar, nehmen wir die Rakete noch mit. Kuriositäten, 10mm Pistole. 10mm Muni. Kurz doppeldäufige Schrotflinte, Granaten. Das war eine Granatenfalle, ihr Schweinchen. Flexvisier 10mm. Und wir sind im Gunshop unterwegs. Kaliber 50. Was geht denn hier dem Terminal ab? Griswolds Gedichte über Sue neu. Sue ist gemein und nicht nett. Ich habe sie erschossen, das war fett. Lesen verboten, ja, du bist gemeint. Über das Leben. Über Leben und Tod. Sterben, Tod, Verstümmelung. Ich mag es, Menschen sterben zu sehen. Hoffentlich tötet mich niemand, damit ich sie töten kann. Sue ist hübsch, Sue ist nett, Sue kann richtig gut schießen und kleidet sich adrett. Ich liebe Sue. So. Ist gemein und nicht nett. Ich habe sie erschossen, das war fett. Okay, Sue ist tot. Hart und gut aussehen. Der beste aller Schützen, Griswold. Der beste aller Raider. Okay. Ich den jetzt schon gekillt. Der wäre gedauert, bis alle Geschütztürme richtig funktioniert haben. Ich muss daran denken, dass was Schönes für Jake zu besorgen, nachdem was mit seiner Maulwurfratte passiert ist.
würde mich doch Sue nicht so nerven, weil das so lange dauert. Nur weil sie ein paar Holobänder laden kann, heißt das noch lange nicht, dass sie weiß, wie kompliziert dieser alte Mist ist. Egal, jetzt funktioniert alles. Okay. Und zwar... Raketenwerfer. Kann man da ein besseres Visier draufpacken? Muss man aber sehr gut bewandert sein. Kann Bajonett und Stabilisator und Raketenwerfer machen. Alles klar. Rechtmäßige Herrschaft. Photonengenerator. Standardkondensator. Photonengenerator. Short Scope. Verbessertes Visier. Standardvisier. Nee, kein Visier, was ich da draufpacken kann. Und bei den anderen Sachen brauche ich mehr Wissenschaft. Na gut. Die haben Boxhandschuhe. Und die Pistole. Dann könnte ich das Visier runternehmen, aber ich glaube nicht, dass es besser wird. Speichern wir mal wieder, weil hier waren doch irgendwo Leute noch drüber. Das war's. Hallo. Oh, ist ja alles verknüpft. Kaffeedose. Was es hier nicht so alles gibt. Aber hier war doch noch einer, oder? Schwer Kampfgewehr mit Visier. Laborstation, Suchterminal. Bleiverkleid, abgedunkelte Metallrüstung. Ist leider sauschwer für das, was es macht. Visionsschützen, kalibrierte. Okay, das sieht wieder irgendwie ver. Impro-Revolver, Scharfschützengewehr. Das sieht wieder ziemlich fancy aus. Ich glaube, das würde ich ganz gern mitnehmen. Was ist denn bei Sue's Terminal? Wegen dessen stirbst du, besonders du, Griswold. Nachricht an mich. Wenn ich Griswold das nächste Mal sehe, schieße ich dreimal auf ihn. Okay. Okay, Wuffy, du machst einfach auf. Alles klar. Warum ist jetzt was explodiert? Das hat nichts mit mir zu tun, glaube ich. Gegrillter Redhirsch ist vielleicht ein bisschen betrieben. Geröstetes Meyerlurk-Fleisch. Köterkeule, da sehe ich mich. Okay, das ist. Warum war hier plötzlich plus 6 Red? Ach du Scheiße. Die bekomme ich so nicht auf. Ich will hier raus. Hier ist ja übelste Strahlung. Wer hat denn die Strahlung da reingebunkert? What the fuck? Alter Vater. Packen die einfach völlig verstrahlten Müll da rein. So, wir hatten aber noch einen Aufzug, den ich nehmen wollte. Aha. Nach oben. Nach oben. Wie hier wahrscheinlich genau da, wo ich gerade schon war, oder? Nee, dritter Stock. Dritten Stock war ich nicht. Hallo? Noch mehr Raider? Nach oben. Okay. Vierter Stock. 9 Schachteln Zigaretten gibt's hier. Meine Waffenwerkbank und. Und nur aktives Radio. Mr. Handy, Juke in 5. Mr. Handy, Treibstoff. Medics, Kleber, Kombi-Schraubenschlüssel, Registrierkasse. Öffnen nach Cambridge.
Eigentlich noch weiter nach oben? Nach unten. Nee, jetzt kommt wieder nach unten. Zweiter Stock. Bin ich wieder im zweiten Stock? Nach oben. Vierter Stock. Ha. Irgendjemand hat sehr makabere Vorstellungen, wie man so Menschen aufhängen kann. Sieht er einfach so sonst wie rumbaumeln. Natürlich regnet's. Oh, Korn gucken. Jetzt bin ich über dem ganzen Shit, oder? Bin ich oben drauf? Nützt mir das was? Wo ich da springen wollte, aber ich einfach abgestürzt bin? Hopp. Tja. Ich fühle mich ein bisschen wie Batman. Batman, Batman. What you gonna do when we come for you? Ah, das war Bad Boys, ne? Ups. Alles das gleiche. Batman, Bad Boys. Alles das gleiche. Okay, gehen wir wieder runter. Eugeus. Wir haben es durchsucht. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Nach Südosten. Eher sogar nach Osten als nach Süden. Da ist aber... Oh. Hallo. Plötzlich wäre von Meierlurk rum. Das ist schon ein bisschen witzig. Ja, hier ist aber wieder Wasser, wir kommen nicht einfach rüber. Mit der Brücke kommen wir auch nur von einer Seite gut rüber. Das ist doch kacke. Und oben auf die Brücke kommen wir auch nicht drauf. Okay, hier kommen wir rüber. Mal lieber wieder speichern. Hallo. Sieht aus, als könntest du einen Muntermacher gebrauchen. Stimmt's? Wer bist du? Ich bin Stash, die fahrende Chems-Dealerin. Vergiss die anderen. Die sind etwas überempfindlich. Okay. Stash? Wie kommt man zu so einem Namen? Tja, wenn die Eltern high sind. Aber hey, passt doch ganz gut. Was brauchst du? Schau dich um. Kommt drauf an, was du verkaufst. Was immer du brauchst, um für den Tag in Schwung zu kommen. Okay, dann zeig doch mal her. Ich hab alles, was du brauchst. Im Zweifel verkaufe ich dir einfach meinen legendären Boxhandschuh. Stimpak, Redaway, knusprige Eichhörnchenbissen. so richtig viel hast du nicht. Also für eine Drogendealerin hast du echt wenig, da habe ich mehr dabei. Aber hier, wo war es denn? Die Splitterminen kannst du haben und den Boxhandschuh kriegst du. Da freust dich doch drüber. Safe Call, ne? Mach keine krummen Dinge. Was macht ihr hier draußen? Arbeiten. Wir brauchen die Kohle. Im Regen. Gibt's ja nicht umsonst. Wenn du das gute Zeug nicht willst, verschwinde. Hörst du wenig an, Lexa? Nein. Ich hab dich im Auge. Okay. Keine Angst, ich mach schon nichts. Schon klar, das sagen sie alle, bevor sie die Knarre ziehen. Was? Entschuldigung? Ich hab bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Nee, danke. Nicht wirklich. Silver Shroud Radiosignal gefunden.
das hier für ein Ding, was wir hier entdecken können? Mal da ruhig rüberspringen. Es geht doch bestimmt. Hopp. Ja, und hopp. Das hat mir genau nichts gebracht. Aber ich bin hier reingekommen. Yay! Aus der Cabots. Ach, Gott. Okay. Okay, das Betreten des Rasens ist verboten. Private Property, no trespassing. Mhm. Cool. Sympathische Menschen. Den will man doch direkt bei irgendwelchen Quests helfen. Oh, hier geht's nach oben. Hallo? Geht's denn hier hoch? Wer ist denn da dann oben drauf? Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Nur jemand totgesoffen oder was? Auf dem Dach? Ups, eine Runde gefahren. Geht's noch ein Stück weiter hoch? Ist das scheiß Ernst? Das war's? Mich verarscht. Ich fühle mich sowas von verarscht. Na gut, dann halt wieder nach unten. Ist denn nach unten? Hier geht's nach unten. Blaue Farbe. Wir brauchen grüne Farbe. Fuck, ey. Scheint's echt an wenigen Stellen zu geben. Da sind schon wieder Raider. Ah, hier hab ich jetzt keine Lust drauf. Hast du das gehört? Mach doch einen Scheiß allein. Old Corner Bookstore. Oh no. Der legendäre Gegner ist mutiert? Ritten wir ihn um. Dankeschön. Wieso können denn die legendären Gegner mutieren? What the heck? Red betriebene Kampfrüstung, das ist mehr Stärke, je mehr du verstrahlt bist. Was? Alles klar. Die Red-betriebene Kampfrüstung. Natürlich. Okay, normale Hunde machst du einfach so mit einem Hit weg und die anderen halten unfassbar viel mehr aus. Also wirklich unfassbar viel mehr. So, wir sind aber fast bei Good Neighbor, genau. Und wir sind jetzt in Good Neighbor. Wo wir mit irgendeiner Verstrahlungstante, nee, hier, Hai-Tante über unser Schicksal und unseren Jungen reden sollten, ne? Good Neighbor entdeckt. Hey, warte. Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Lass mich in Ruhe, sonst brauchst du gleich eine Versicherung. Oh, hey, okay, okay. Sag einfach, dass du deine Versicherung bezahlt hast, ja? Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister finden. Ooh.
Du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, ganz. Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Wieso musstest du sowas sagen? Hm? Okay. Du hast mir echt das Herz gebrochen. Ich weiß, dass du mit Finn klargekommen wärst, aber als Bürgermeister muss ich manchmal zeigen, wer hier das Sagen hat. Alles klar bei dir? Passiert nicht jeden Tag, dass ich überfallen werde und dann einen Mord mit ansehen muss. Du hast bisher offensichtlich noch nicht viel erlebt. Aber das werden wir dir nicht übel nehmen. Good Neighbor ist aus dem Volk für das Volk, verstehst du? Jeder ist willkommen. Weiß ich nicht. Jemand, der Bürgermeister werden will, ist wahrscheinlich nicht willkommen. Aus dem Volk für das Volk. Oh, Junge. Ich weiß jetzt schon, dass ich dich mögen werde. Sieh diese Stadt einfach als deine Heimat fernab der Heimat an. Solange du im Kopf behältst, wer hier das sagt. Habe ich schon verstanden. Ja, ja. Solange du nicht Bürgermeister werden willst, werden wir super Freunde werden. Ja, aber ich würde sagen, das war's für heute. Ich weiß, ich habe ziemlich spät angefangen, aber ich bin auch noch nicht ganz gesund, deswegen schaffe ich es heute nicht ganz so lange durchzuhalten.